Herr Giffron, ja. Sie sind hier der Architekt, der also vorhat, aus einem Supermarkt eine Kita zu gestalten. Richtig. Können Sie ein bisschen uns darüber erzählen? Ja, was wollen wir da groß zu sagen? Es ist einfach so, dass dieses Ortszentrum ja eigentlich damals vor 12 Jahren unter anderen Aspekten errichtet wurde. Da sollte ja dieser SD-Markt hier mit Lehm in diese Ortsmitte bringen. In der Zwischenzeit haben sich jetzt sozusagen einige Sachen geändert und die Marktsituation hat sich geändert. Es gibt genügend Konkurrenz hier und aus dem Grunde ist also der alte Marktbetreiber rausgegangen. Und wir müssen ja irgendwas machen, um den Markt wieder oder das Ortszentrum zu beleben. So, und wir hatten uns eigentlich vorgestellt, dass das Zusammenleben zwischen alten und jungen Menschen eigentlich auch gut funktionieren könnte. In den Diskussionen, die es jetzt im Vorfeld gab, hat man gemerkt, es gibt da unterschiedliche Ansichten, aber wir denken, dass der Ort hier eigentlich ganz gut geeignet ist, um Kinder unterzubringen, Kinder hier also auch gut betreuen zu lassen und aber auch das Leben wieder hier in dieser Ortsmitte zu befördern. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Ausführungen. Gerne und wir wollen uns jetzt mal Ihren Laden noch laden von noch innen betrachten. Dann schauen wir uns den mal an. Ja. Ja, vielen Dank. Bitte. So eine Vierende auf das Fahren. Haben Sie hier eine Filmerlaubnis?
noch welche ab. Rico! Die Kiste nehmen wir damit hin. Danke, ja, ganz aus. Du hast ausgeschaltet. Nein, rede mal. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Arbeiterwohlfahrt, das ist so ein Anlass. Wenn ich mich darauf vorbereite, dann gibt es zwei Dinge, die muss ich tun, und dann gibt es Dinge, die tue ich sehr gerne. Das Erste, was man tun muss, man muss alle, die wichtig sind, begrüßen, damit auch alle, die hier sind, wissen, wer alles hier ist. Und dann muss man sich bei denen, die Wichtiges getan haben, bedanken. Ich werde das jetzt gleich in der Folge versuchen, so kurz wie es geht. Alles, was ich vergesse, wird Monika Kilian logischerweise ergänzen, weil die passt auf, was ich sage und sagt dann das, was ich nicht gesagt habe. Aber ich habe die Gelegenheit, das zu sagen, was ich sagen will, und sie nicht sagen möchte, das macht er zum Schluss auch noch. Und Reihenfolge hat er. Genau, genau. Können Sie sich gar nicht vorstellen, wie viel Spaß mir das gerade macht. Wenn Monika Kilian alles, was ich vergessen habe, gesagt hat, dann wird Frau Schröder Ihnen noch kurz ein paar einführende Worte sagen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, will der Vorsitzende des Bezirksverbands Peter Müller, den ich gleich auch noch mal extra begrüße, auch noch ein paar Worte an Sie richten. Kann sein, dass eine wesentlich bessere Ökonomisqualität von einem Ort weiter realisiert wird, einfach weil in der
möchte ich betonen, dass wir immer darauf angewiesen sind, welche Rahmenbedingungen wir seitens einer Kommune als Partner vorfinden. Das ist in Woltersdorf so, das ist in Erkner so, das ist in Schöneiche so, das ist in Amtruber oder Vorland so, in Fürstenwalde ist das auch so. Trotzdem müssen wir wissen, dass wir ein Dienstleister sind, der das nur so gut machen kann, wie man es uns auch machen lässt. Und die Rahmenbedingungen qualitativ werden im Land Brandenburg mit Sicherheit, das soll auch so bleiben, und das ist auch in dieser Einrichtung der Fall. In dieser Hinsicht kann ich nur an die Gemeindevertretung Woltersdorf appellieren, dass sie den Blick für diese strukturellen Qualitätsmerkmale in der Betreuung von Kindern in Woltersdorf nicht aus dem Blick verlieren, weil das wesentlich wichtiger ist, als quantitativ Plätze zu gewährleisten. Letztendlich sind meine Kolleginnen völlig überfordert, wenn sie qualitativ nichts mehr machen können, weil die Rahmenbedingungen dafür nicht stimmen. Das ist uns sehr wichtig. Vielleicht abschließend noch ein paar kritische Worte. Alle, die hier sind, wissen, dass das Projekt von Anfang an durchaus auch Gegenwind hatte. Das ist kein Projekt, wo es keine Skepsis gab. Es gab Unterschriftenlisten gegen den Kinderlärm. Es gab beauftragte Gutachten gegen pädagogische Qualität, wie die Arbeit der Wohlfahrt sie macht. All das war im öffentlichen Raum. Und hat die Konzeption unserer Trägerschaft auch grundsätzlich in Frage gestellt. Ich glaube, dass das in einer demokratischen Gesellschaft alles völlig legitim ist und auch völlig in Ordnung. Ich bin jetzt selber seit 20 Jahren, etwas länger als 20 Jahren in Woltersdorf. Es war von Anfang an in diesen 20 Jahren so, wenn es um städtebauliche Sanierung ging, wenn es darum ging, in welchem Standort soll die Feuerwehr bekommen, wenn es darum ging, soll eine Kita erhalten bleiben oder eine neue gebaut werden. Soll ein Sportplatz gebaut werden, ein Rasenplatz oder Kunstsandrasen? Soll der Spielplatz im Sportpark entstehen oder im Wohngebiet? Ich kann aus meiner Erfahrung über 20 Jahre sagen, dass bei allen innovativen Projekten immer die gleichen dafür waren und immer die gleichen dagegen. Ich hoffe, dass im Nachgang, wenn man sich das anguckt, was hier entstanden ist aus einem Supermarkt, dass dann nochmal Voreinschätzungen und Vorurteile von der Nachbarschaft, auch von politischen Mandaten, reflektiert werden und man sich darauf einlassen kann, dass das hier ein qualifiziertes Kita-Angebot für die Gemeinde Woltersdorf werden kann. Ich halte die räumlichen Bedingungen für nahezu ideal, insbesondere im Vergleich zu anderen Standorten. Ich wünsche mir, das ist dann vielleicht der Abschluss dessen, was ich sage, dass die Unterstützung für dieses Projekt in all diesen Facetten steigt und sich ausbildet, damit wir hier eine vernünftige Kita-Qualität auch auf Dauer realisieren können. Herzlichen Dank. Eigentlich. Ja, die Eltern, die ihre Kinder zukünftig zu uns in die Kita bringen werden, die sind natürlich auch ganz, ganz herzlich eingeladen und ganz herzlich begrüßt von uns. Das Brötchen hat noch nicht gereicht. Jetzt reicht's. Alles klar. Ja, der Kleine muss mal schreien, weil er nichts zu essen kriegt. Aber die Mutter hat sich schon zu helfen gewusst. Schon alles klar. Ja, wie gesagt, von mir herzlich willkommen zur Kita. Nachher direkt sagt Frau Schröder noch was. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit. Herr Pieper hat es schon angefühlt. Aus dem Plusrohr wird eine Aro-Kita. Es gab ja Stimmen in der Gemeindevertretung, die gesagt haben, in dieses dunkle Loch kann man doch keine Kinder stecken. Ich hoffe, wenn Sie nachher hier durchgehen, Sie werden erkennen, es ist kein dunkles Loch mehr. Es ist taghell, es ist nach Süden offen und aus meiner Sicht sehr, sehr schön geworden. Auch den Dank nochmal an die Architekten, an die Bauleute, die bis gestern noch Hecken gepflanzt haben, Hecken abgeschnitten haben und alles, was möglich war, noch gemacht haben. Ja, ich würde noch nicht mehr so viel, ich habe schon Stirnrunzeln bei vielen gesehen, so lange reden. Liebe Damen und Herren, werte Gäste, liebe Kinder und liebe Eltern, ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit Ihnen hier die Eröffnung der Kita feiern zu können. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei all denjenigen zu bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir hier heute feiern können. Habt Dank, ihr fleißigen Handwerker und helfenden Hände, die trotz allerlei unerwarteter Schwierigkeiten und Zeitdruck genau diesen Ort einrichten können, ihnen das ermöglichen können. Und weil wir ihnen diesen Ort nicht vorenthalten möchten, sind sie alle recht herzlich eingeladen,
das Haus zu begehen und sich umzuschauen. Danke. Hallo liebe Kinder, sehr geehrte Damen und Herren, aus der Politik und der Wirtschaft, liebe Handwerksbetriebe, die ja an diesem herrlichen Haus mitgebaut haben. Liebe Freundinnen und Freunde der Arbeiterwohlfahrt, es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, heute hier zu sein und Ihnen die Grüße des AWO-Landesverbandes und natürlich auch die Grüße des AWO-Bezirksverbandes Brandenburg-Ost zu übermitteln. In einer Zeit, wo andere Leute über Agenten und sonst welche Abhörgeschichten diskutieren, habt ihr hier in dieser Gemeinde gezeigt, was gute Zusammenarbeit leisten kann. Ihr habt etwas geschaffen für die Kinder, für unsere Kinder, für die Kinder eurer Gemeinde. Und ich finde das ganz klasse und einen riesen Applaus wert, dass AWO und Gemeinde hier ein wunderschönes Haus, ein Kinderparadies geschaffen haben. Als AWO-Bezirksverband kann ich wirklich so ganz aus meiner Erfahrung heraus reden. Wir haben auch schon viele Häuser gebaut. Und jedes Mal, wenn man fertig ist mit Bauen, dann kommt noch die eine oder andere Idee, obwohl das Haus ganz toll und prima und fein gelungen ist. Aber ein Sahnehäubchen könnte man noch draufsetzen. Und meistens ist das nicht möglich. Wir wollen es möglich machen mit einer Spende des Bezirksverbandes für diese Kinder, für die kleinen Extras, die ihr euch gewünscht habt. Alles Gute. Kommt schon mal zu einem Untergang.